Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prince of Persia 2008. Junge, Junge, ich bin immer noch nass geschwitzt von dem Bosskampf letzte Runde. Letzte Folge. Der war nicht ohne. Da hat die Konkubine mir ganz schön zugesetzt. Ach, guck mal, da oben sind auch noch welche. Da oben auf den Balkon. Und da ist auch die Kraftplatte, wo ich eventuell drankommen kann. Könnte... eventuell... Ist ja blöd. Komme ich jetzt tatsächlich nicht... irgendwie nicht ran. Na gut. Schauen wir gerade mal, wie viel wir jetzt hier eingesammelt haben. 29 ist nicht so viel. Aber egal. Wir sammeln erstmal, was wir kriegen können. Gucken dann hinterher, wie wir noch mehr kriegen. Ja, die Bosskämpfe ziehen ganz schnell am Schwierigkeitsgrad an. Das muss man ihnen lassen. Ah, guck mal, da ist noch was. Das ist meine Lightshow. Hier ist sogar der richtige Weg. Guck an. Das kann ich brauchen. Recht so. Recht so. Ah, dachte ich mir, dass... Ja, da muss ich eh lang da oben. Okay, sehr gut. Hier lang. Dachte schon, das wäre wieder... ein bisschen ab vom Weg. Muss ich doch nicht lang? Ne, muss ich doch nicht. Ha. Kann ich aber. Ne, bringt mir aber nichts. Da geht's nicht weiter. Also lustig dem... den Kratzspuren an der Wand gefolgt. Los geht's! Wohin nun? So, genau, da geht's lang. Ich glaube, hier waren wir jetzt aber schon. Das ist jetzt wieder altes, geheiltes Gebiet. Jetzt müssen wir einfach weiter geradeaus laufen, bis die nächste Dunkelheit wieder auf uns wartet. Sollte ja nicht allzu lang dauern. Die Wege sind erstaunlich. Erstaunlich angenehm kurz eigentlich. Welcher ist jetzt der beste Weg? Dafür, dass die Map eigentlich relativ groß ist, finde ich, muss man nie so wirklich weit laufen. Vor allen Dingen, weil man sich auch zu den, hier überhaupt richtig? Ja. Weil man sich auch zu den schon geheilten Gebieten immerhin teleportieren kann. Das ist echt angenehm. Okay. Und? Jawohl. Sehr gut. Immer noch beide. Wo sind die königlichen Gemächer? Wir müssen dort nicht hin. Es gibt kein fruchtbares Gebiet dort. Schade. Das hätte aber interessant werden können. Wenn wir hier fertig sind, könnt ihr euch einfach bedienen. Geht. Nehmt alles, was ihr findet. Es ist sowieso nicht mehr viel übrig. Noch nie sah ich ein Mädchen, das sowas auch konnte. Dann habt ihr an den falschen Orten nach Mädchen gesucht. Jupp, das klingt ganz so. So, und da sind wir auch schon wieder in dem kranken, in dem verseuchten Gebiet. Der nächste Bosskampf ist nicht weit, fürchte ich. Ah, komm schon. Jawohl. Und da sind wir auch schon. Nehme ich mal an. Ja, hier ist das große Tor zur Konkubine. Noch nicht. Noch können wir da nicht hin. Ja, und da ist auch schon. Da ist auch schon der Boss. Sieht gut aus. Bereit für einen Hinterhalt? Hey, alles in Ordnung? Ja, wenn wir den Sprung auf die Platte schaffen, die uns rüberbringt. Okay. Alles klar. Und los geht's!
Wow. Okay, man muss so ein bisschen mitlenken, aber es hält sich ein ganz. Also ich finde bisher die grünen Kraftplatten noch am schwierigsten. Man da ein bisschen mehr vorherdenken muss. Bei den blauen muss man ja gar nicht mitlenken. Die letzte der Ahura. Die Königin kommt, um im Krönungssaal zu sterben. Und die ganze Ironie wird an solch humorloses Pack vergeudet. Gebt ihr gleich humorlos, Fräulein. Komm mal ran hier. Und ich werde ihren Platz einnehmen. Königin der Ahura. Wo? Licht, Dunkelheit. Wo? Und ihr, tapferer kleiner Mann, mit mir als Königin. Wo ist sie denn? Was wärt ihr? Hä? Wo ist sie hin? Ach, da hinten. Ach. Ja, komm her. Von der Kurtisane zur Königin. Meine Eltern wären so stolz. Oh. Hey, Moment. Halt still. Ich kann euer Leiden beenden. So wie das Schwein. Ah. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit runter wollte. Hier kann man offenbar auf mehrere Ebenen. Ich halte mich mal noch ganz oben. Ich weiß doch nicht, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Wo? Okay. Leute. Da hast du eine Felsspalte. Guck mal an. Oh. Da bin ich nicht hoch genug geklettert. Und weiter geht's. Hey, hier war ich doch schon. Nee, hier war ich noch nicht. Was ich tun würde, um zu bleiben. Gehen wir weiter. Elika. Kommt sie denn her? Lasst uns hier verschwinden. Wieso verschwinden? Wir wollen doch hier ein bisschen Action machen. Da geht's hoch. Wir wollen doch hier ein bisschen Spaß haben. Wir wollen doch nicht als humorlos abgestempelt werden. Das geht ja nun wirklich nicht. Da unten und kommt nicht wieder raus. Pass auf! Was? Ich muss hier weg, glaube ich. Ich glaube, ich muss hier weg. Ich muss hier mal ganz kurz. Was ist denn das? Schnell sein, um diesen Dingern auszuweichen. Oh, okay. Kümmert euch nicht um mich. Geht! Ja, dann, genau. Nicht hier blöd rumlungern. Voran. Was ist denn das? Jetzt kriege ich hier plötzlich so einen Schwarm schwarze Mücken entgegengeschickt, oder was? Na toll, jetzt sind wir wieder am Anfang. Geht! Verlasst diesen Ort, solange ihr noch könnt! Nee. Alter. Ich hasse dieses Weib. Ich hasse es. Gut. Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht zum Schlaf. So. Ja, super. Nein. Sie ist nicht nah genug. Nein. Hau weg. Alter Schwede. Oh, alles klar. So, komm weg von der Kante, sonst bringt das alles gar nichts hier. Alter, was... Okay. Sie hat gerade meine Steuerung umgedreht.
Wenn ich nach... Na, jetzt geht's wieder. Aber eben bin ich... Oh, bin nach links gelaufen, als ich nach rechts gedrückt habe. Das war... nicht so schön. Ah. Ohne Witz, bei manchen Gegnern ist es echt gut, dass es da so ein... so einen Rand gibt, bei der kann ich das echt nicht brauchen. Nein. Okay. Jetzt geht's wieder. Jetzt haben wir sie wieder. Scheiße. Ja, jetzt ist... Oh, scheiße. Jetzt ist die Steuerung wieder umgedreht. Oh, Mann. Das war fies. Nee, Fräulein. Scheiße. Mann, genau in der Sekunde, wo ich angreifen will. Oh, Mann. Genau in der Sekunde greift sie natürlich auch an. So, ich muss zu Elika. Komm her. Alter. Der nächste. Oh, Junge. Was ist? Ah, schon wieder drei Spezialattacken hintereinander gemacht. Oh, und schon wieder. Was jetzt? Na, scheiße. Das gibt's doch nicht. Er schafft es. So, jetzt lass mal diese Superkraft da weg. Ihr seid. Puh, das ist mit noch die beste Combo, die man machen kann, finde ich. Los, Elika! Erst Zauberei, Schwert, Zauberei, Sprung, Zauberei, Zauberei, Schwert. Aber das war's schon. Sie hat euch verzaubert. So sehr, dass ihr euch selbst nicht mehr kennt. Ich kenne mich noch. Es tut mir leid. Sie ist sehr überzeugend. Jeder wäre darauf reingefallen. Lasst uns hier verschwinden. Ja, genau. Ja, stimmt. Wir können uns ja auch... Das dürfte eigentlich das letzte Gebiet jetzt gewesen sein. Das heißt, wir können uns jetzt tatsächlich dem Endkampf mit ihr stellen. Und nochmal 25 Lichtkeime für Lau abgreifen. Gar nicht verkehrt eigentlich. Diese Dinger, die sie auf uns gehetzt hat. Die werden wir noch öfter sehen. Die Konkubine auch. Hm. Das zweite schwarze Tor hat sich geöffnet. Ich dachte nicht, dass wir es so weit schaffen würden. Ein bisschen mehr Gefahr kann nicht schaden. Okay. Erstmal kräftig einsammeln hier. Das ist auch neu hier. Gerade mal gucken, wo das hinführt. Oh. Okay, ist einfach nur eine Abkürzung wieder zurück. Ja, okay, aber ich werde tatsächlich, glaube ich... okay, erstmal sammle ich das hier ein, was direkt vor meiner Nase liegt. Das lasse ich mir nicht entgehen. Aber dann würde ich sagen, machen wir uns gleich mal auf, hier den Bosskampf anzugehen. Sind drei große Säle über drei Etagen verteilt. Ja, super. Die Konkubine hat sicher ganz oben Quartier bezogen. Wahrscheinlich. Wie unterscheiden wir, was wahr ist und was nicht? Benutzt eure Instinkte. Dieselben Instinkte, die mich hierher gebracht haben? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie irgendwann richtig liegt. Ja, aus purem Zufall wahrscheinlich. Okay. Okay. Puh, soll man das wirklich in Angriff nehmen? Bin ein bisschen skeptisch. Ne, ich mache, glaube ich, erst nochmal eine kleine Tour.
Aber gleich Bosskampf nach Bosskampf muss auch nicht sein. Erstmal mal gucken, was wir hier noch so alles aufsammeln können. Ja, ja, wollte gerade sagen. Da war doch was. Moment, da ist auch noch was. Hops, hops und hops. Okay, hier geht's auch weiter. Ah, guck mal. Die hatte ich zum Beispiel nicht gesehen. Okay, da unten ist nix. Hier geht's noch weiter. Und da sind wir auch schon wieder. Sehr gut. Noch ein kleines Ründchen in die andere Richtung. Oh, stopp. Da ist doch auch noch was. Los geht's! Ja, da ist zum Beispiel so eine rote Druckplatte. Ja, da werden wir jetzt aber nicht weiterkommen. Ich bin mal gespannt. Wenn die da dazu da ist, um da unten hinzukommen, dann... Was? Okay. Schauen wir mal. Nein, das war so nicht geplant. Na gut. Ich wollte gar nicht an der Wand entlanglaufen. Ich wollte da einfach so rüber. Jawohl, geht doch. So, und jetzt hier lang. Ein Traum. 458 schon. Naja gut, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Gucken gerade mal. Wir haben jetzt 18 von 45 da aufgesammelt. Da sind 35, da 37 und hier nur... Ah doch, aber auch 35. Gar nicht mal so schlecht. Okay, 18 ist natürlich noch gar nichts. Oh, oh, oh. Okay. Ich lasse einfach mal die vorgesehenen Sachen einfach weg. Es geht auch so. Es geht auch einfach so. So, alles klar. Ich glaube, da haben wir das, was wir aufsammeln konnten, auch aufgesammelt. Da muss es doch noch mehr geben, oder nicht? Hm. Oh, ups, das war keine Absicht. Gibt es denn hier noch was, oder? Na, hier war ich auch relativ weit schon. Ja, da hinten sehe ich, glaube ich, noch einen. Ja, zwei. Ja, ein paar sind da schon noch. Egal. Ich möchte eigentlich nochmal gucken, weil hier der ganze Weg, den wir da eben abgelaufen sind und geflogen, da müssen doch noch viel mehr Lichtkeime rumliegen. Da zum Beispiel auf dem Balkon da links. Oh, oh, oh. Das war ein bisschen knapp. Müssen doch noch viel mehr sein. So, wo hat sie mich denn da eben hingeschickt? Also mit der Platte kommen wir einfach wieder zurück. Da hinten das Tor. Ah, sehr gut. Genau. Ja, da war doch was. Genau. Da wollte ich hin. Natürlich jetzt auch fies, dass es so auf mehreren Ebenen ist. Ja, ich bleib mal wieder erstmal oben. Das ist doch eine. Ja, ich glaube, unten sind auch gar keine. Oh nein, ich glaube, da war einer unten drin. Ah, siehst du, genau, das meine ich doch. Hier war doch noch was. War doch noch ein kleines Gebiet. So, ich muss gerade mal überlegen, wie viele brauchen wir denn überhaupt? Wenn wir jetzt gleich mit dem Boss nochmal 25 bekommen, dann brauchen wir 515, also noch 40, 44. Okay, das ist nicht so wenig. Das ist nicht so wenig.
Aber wir müssen theoretisch, da uns ja nur eine Kraft fehlt, müssten wir auch theoretisch noch zwei Bosse besiegen können. Oder verrechne ich mich jetzt gerade gnadenlos? Ja, gerade nochmal einen Blick werfen. Ich kann nicht nach unten gucken. Okay, manchmal ist die Kamera echt ätzend. So, nochmal auf den Counter. 31, da kann ich mit leben. So, Moment. Ich kann. Nee. Nee, stimmt. Ja, stimmt. Ich brauche immer zwei Kräfte, um einen Boss bekämpfen zu können. Und da mir noch eine Kraft fehlt, kann ich da nicht hin und hier nicht hin. Und deswegen kann ich nur noch diesen einen Boss machen. Diesen einen Boss und natürlich jetzt diese drei Gebiete, die hier noch freigeschaltet sind. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, einmal zurück. Ein Traum. Und das nächste Mal kümmern wir uns dann um die Konkubine. Ein und für alle Mal. Sehr gut. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wie immer. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Über einen Kommentar freue ich mich immer. Und bis zum nächsten Mal.